Bienvenue zum dritten und letzten Teil des großen Bart-Makeovers. Ihr werdet heute das finale Ergebnis sehen. Und wir sind fix und fertig. Der Weg dahin war relativ steinig und das im wahrsten Sinne des Wortes. Wer es nicht mitbekommen hat, wir renovieren gerade unser Bad. Ihr könnt euch hier nochmal die ersten beiden Teile anschauen. Wir, das sind vor allem mein Mann Richard und ich. Wir haben zwei Kinder, mit denen sind wir zusammen vor 2 Jahren nach Frankreich ausgewandert. Wir haben in Südfrankreich ein Haus gekauft, das von 1890 ist. Und wir renovieren jetzt unser Haus, indem wir versuchen, den Charakter des alten Hauses zu unterstreichen. Ich finde, das ist uns mit dem Bart-Makeover wieder sehr, sehr gut gelungen, ohne mich selber loben zu wollen. Aber es ist wirklich wahnsinnig schön geworden. Ich bin extrem zufrieden. Das Ziel war auch noch mal kurz als Hintergrund, relativ wenig Geld auszugeben für dieses Makeover, weil wir es langfristig, das Bad, noch mal komplett renovieren wollen. Was wir gemacht haben, ist sehr viel DIY. Wir haben mit einfachen, günstigen Mitteln den Boden neu gemacht. Seid sehr gespannt. Wir haben recycelt, also Sachen wiederverwendet, die wir schon hatten. Wir haben upgecycelt, wir haben also Sachen benutzt, die wir hatten und für einen neuen Zweck verwendet. Das alles seht ihr in diesem Video. C'est parti! Diese alte Waschkommode und die neue haben ein bisschen unterschiedliche Maße. Hier haben wir mit Platte 113,5 cm. Und das Waschbecken ist eingelassen, deswegen zählt es nicht mit. 113,5, wir merken uns das. 103 oder 113? Ich habe von der falsch. Oh, es ist irgendwie noch zu früh. Ich glaube, ich habe von der falschen Seite. Ich dachte gerade, 113. So hoch ist ja ein Wickeltisch. Das kommt nicht hin. Ich habe irgendwie den Zollstock falsch gehalten. Das geht ja gut los. Wir haben 87,5. Aber ey, komm, immerhin habe ich es gemerkt. Ja, super. Ziemlich schnell. Ne, finde ich gut. Diese Kommode ist insgesamt 93. Was wir jetzt machen, wir schneiden die ab bis hier. Das sind ungefähr 81 plus 2 cm sind 83, dann haben wir 83 plus 83 und das andere waren 87,5. Also es ist schon ein deutlicher Höhenunterschied, aber... Also wie hoch ist denn das Waschbecken? Genau, das Waschbecken ist ja 11 cm. Also der Rand ist in 11 cm. Die Kommode wäre bis hier, die andere war bis hier und das ist ja eigentlich ganz gut. Vielleicht stellt sich jemand die Frage, warum wir es nicht einfach so lassen, weil so ist es definitiv zu hoch. Für mich, die ja ein kleiner Mensch ist, was viele immer nicht glauben, ist ganz lustig, kam letztens ein Kommentar, ich dachte, du wärst 1,78 groß. Ich bin 1,64, ich bin relativ klein, aber es ist ganz oft die Reaktion, wenn Leute mich im echten Leben sehen, die mich von YouTube kennen, sagen, dachte, du wärst viel größer. deswegen und für die Kinder erst recht, also das wäre einfach zu hoch. Deswegen schneiden wir es hier ab und hoffen, dass wir es einigermaßen schön hinkriegen. Ach, jetzt muss ich helfen. Alleine kriege ich es nicht hin. So, ich mache jetzt hier mal so einen Versuch, den geradesten Strich aller Zeiten zu machen. Nicht, dass euch die Wasserwaage irritiert. Man könnte das jetzt auch mit einem langen Holzstück oder irgendwas machen. Es geht nur darum, dass das hier so auf einer Ebene ist und die Verlängerung hier ist die Markierung. Das wird eh krumm und schief. Was? Aber der Mathemagier hat kontrolliert und sein Okay gegeben. Kann die Designerin ja jetzt wieder übernehmen. Richtig. Wir schneiden das mit der Stichsäge. Ich hoffe, wir haben das richtige Blatt. Wir kennen uns ja überhaupt nicht aus mit Stichsägen. Irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht, weil wir benutzen für alles immer das gleiche Blatt, was nicht sehr professionell ist. Aber wir haben unseren Tischlerfreund Romain gefragt, wie er das schneiden würde. Mit was für einer Art Säge. Und er hat gesagt, er würde das mit sowas machen und deswegen machen wir das jetzt.
Jetzt legen wir es so hin. Das wird natürlich jetzt ein bisschen komplizierter. Wir schaffen das alles. Versucht, wir können das auch alles mit dem Hobel noch gerade machen. Ja, ich weiß. Du kannst ein bisschen weitermachen. Man muss immer an Beppo der Straßenfeger denken. Von Momo. Sagt dir das was? Ja, trotz meiner kommunistischen Erziehung in Polen kenne ich Momo. Möchtest du mal probieren? Unbedingt. Mach einen Zeitraffer an, weil ich werde diese schwere Kamera nicht halten. Die Chefin ist jetzt wieder da, deswegen muss ich abgeben. Was denn? Nee, ich habe kurz überlegt, ob wir irgendeine Art Denkfehler hatten bei der... Ich auch. Und? Aber müsste eigentlich stimmen, ne? Müsste eigentlich stimmen, aber das, wir sind ja so profimäßig unterwegs, dass wir manchmal das erst später sehen. Guck mal, der Wind, meine Haare, wie sehe ich denn aus? Also wir versuchen jetzt die... Wir legen jetzt mal die Platte drauf. Hier ist sowas weggebrochen. Und hier, das müsste man dann nochmal ausfüllen. Ich finde es schön, aber da sammelt sich dann das Wasser drin, oder? Oder bin ich blöd? Kann man das so lassen? Ich finde es an sich finde ich schön. Hier fließt das Wasser ja ab. Hier, in dem einen hier. Schön sieht's aus. Und dazu würde ich diese Griffe, die wir hier auch haben, nehmen, glaube ich. Ist eigentlich ganz hübsch, oder? Ja, ist schön filigran. Find's auch sehr hübsch. Dann würde ich die nehmen. Die Kinder sind ja jetzt wieder in der Schule und da ist es für uns natürlich, müssen wir ja erstmal wieder in den Rhythmus zurückkommen und was für mich super wichtig ist, egal ob Ferien oder Schule, aber jetzt noch mehr, weil wir halt zu einer bestimmten Uhrzeit aufstehen müssen morgens immer, dass ich gut schlafe. Wenn ich nicht gut schlafe, ist der ganze Tag für mich gelaufen. Ich bin so schlecht gelaunt. Deswegen ist es einfach super wichtig, dass ich gut schlafe und ich schlafe sehr gut auf unserer Emma One Schaummatratze. Die haben wir seitdem wir hier ins Haus eingezogen sind. Bei der Matratze gibt es auch verschiedene Härte. Gerade wir haben uns die härteste ausgesucht, weil wir einfach gerne auf festen Matratzen schlafen, aber das könnt ihr so aussuchen, wie es für euch am besten ist. Die Decken sind auch, die Klassikdecke von Emma ist super praktisch. Die hat nämlich eine Sommerschicht und eine Winterschicht. Und jetzt gegen Herbst, Winter, wenn es wieder frischer wird, kann man die beiden Decken zusammenklipsen und hat dann eine dicke und diese ist auch sehr gemütlich. Die passt sich so schön dem Körper an. Die kann man auch bis zu 60 Grad waschen, was ich auch immer wichtig finde bei Bettwäsche. Wir haben auch die Kissen von Emma, das sind die Flauschkissen, das ist auch super praktisch. Die haben verschiedene Lagen, ihr könnt die Lage in der Mitte rausnehmen und dann könnt ihr ein bisschen flacher schlafen oder wenn ihr es ein bisschen voluminöser mögt, lasst ihr das einfach drin. Und die Bettwäsche ist auch von Emma und die ist auch sehr schön. Ich finde die immer so ein bisschen hotelmäßig, es gefällt mir sehr gut. Bei der Matratze ist es auch so, ihr könnt die bestellen und 100 Nächte Probe schlafen und gucken, ob das was für euch ist. Wenn nicht, könnt ihr die zurücksenden und kriegt euer Geld zurück. Es gibt im Moment auf viele Produkte bis zu 50% Rabatt und mit dem Code JelenaDream nochmal 5% on top. Wenn euch das also interessiert, schaut mal nochmal in die Infobox, da findet ihr auch den Link. Heute wird es richtig aufregend. Heute geht es nämlich um die Platte. Und die darf nicht kaputt gehen. Wenn die kaputt geht, das wäre ein großes Desaster. Wir bauen jetzt erstmal die Stützen in die Kommode für das Waschbecken, weil das Waschbecken ist doch schon ganz schön schwer. Und wir haben so ein bisschen Angst, dass diese Platte, wenn die nur an den Rändern sozusagen ist, mit Löchern drin, dass sie vielleicht das und so, man weiß es nicht. Uns hat ein Freund gesagt, dass dieser rote Marmor sehr, sehr stabil ist. Der ist auch hier in ein paar Städten so als Bodenbelag verlegt, aber trotzdem irgendwie... Das ist noch von der Kommode irgendein Teil übrig, was wir abgesägt haben. Das teilen wir jetzt in zwei, schrauben das hier fest, sodass wir die Bretter hier so drauflegen können. Und auf der anderen Seite schrauben wir es einfach fest. Die Luft knistert, ne? Ja, die Luft knistert. Ich bin auch sehr aufgeregt, aber so im Positiven so. Ja, das ist geil, mal wieder so ein richtig geiles Projekt. Weil bei der Küche haben wir ja für unsere Verhältnisse echt wenig selber gemacht. Und jetzt mal selber wieder.
jetzt bohre ich vor, damit ich da gleich mit der Schraube smooth durchkomme und das nicht splittert und so. So süße Nachrichten von euch, auch in den Kommentaren, aber auch bei Instagram als Nachrichten kriege ich immer so süße Sachen wie, letztens hat mir jemand geschrieben, ob wir nicht unsere Videos um 9 schon veröffentlichen können am Sonntag, weil sie immer so sehnsüchtig auf unsere Videos wartet und bis 10 dann irgendwie gar nicht richtig was machen kann. Und also weil sie meinte, ich bin dann so unproduktiv und dann würde ich lieber schon um 9 das Video gucken, damit ich dann, also so. Ganz süß. Es freut uns wirklich sehr, wenn ihr uns schreibt, dass wir Teil eures Rituals, muss ja nicht am Sonntag sein, für viele ist es der Sonntag, dass wir irgendwie Teil eures Tags sind und Teil eurer Sonntagsrituale, und das ist natürlich für uns eine sehr große Ehre. Vielen Dank dafür und wir freuen uns darüber wirklich, wirklich sehr. So, wir überlegen jetzt mit dem Überstand. Das ist jetzt ein bisschen mehr, als wir uns eigentlich vorgestellt hatten am Anfang, aber ich finde das gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. So, die Griffe wären ungefähr hier. So ganz nett. Ich habe den Eindruck, in der Küche ist es auch ein bisschen mehr als die Griffe. Ja, wir können auch einen ganz kleinen Hauch nach hinten. Die Markierung zum Schneiden machen wir dann hier oder mit Messen, ne? Du machst es mit Messen. Der Mathemagier wird seinen großen Auftritt wieder haben. Das ist doch sehr schön. Sieht so richtig luxuriös, pompös aus. So, Freunde, der Moment der Wahrheit. Ich bin sehr aufgeregt. Ich habe sowas noch nie gemacht. Ich habe nur einmal zugeguckt, wie ein Typ, der gesagt hat, er wäre Steinmetz, der, glaube ich, keiner war, das gemacht hat. Deswegen, mein Wissen ist sehr beschränkt. Aber wir haben so ein Diamantding für die Flex. Eigentlich dürfte nichts schief gehen. Freunde, der erste Schritt ist geschafft. Es war tatsächlich einfacher, als ich dachte. Ich war hochkonzentriert, ich habe richtig Schiss gehabt. Und diese Flex so festgehalten, dass meine Hände schon, aber es hat geklappt. Es ist auch relativ gut geworden und gerade. Und ich glaube, es ist auch nicht so richtig viel abgesplittert oben auf der schönen Seite. Ich guck mal, wir gucken mal, dass wir die andere Kante noch mal so ein bisschen, wie heißt das? Brechen. Brechen, wir müssen die Kante brechen. Das hast du sehr gut gemacht. Dankeschön. So, jetzt geht es weiter mit den Löchern für die Armatur und für den Abfluss. Und weil wir haben zwar so ein Diamantding, also so ein werdet ihr gleich sehen, aber das hat nicht wie für Holz so ein Führungsbohrer. Und deswegen, ich habe meinen Vater angerufen, deswegen Props für die Idee an Grzegorz Jerzy aus Podamirovo. Der hat gesagt, bohrt einfach ein Brett die Größe vor und dann spannt das fest mit Zwing. Und dann habt ihr sozusagen durch das Brett so eine kleine Führung und das müsste eigentlich reichen. Und das machen wir jetzt. Ich hätte es fix und fertig. Jetzt machen wir es ab und spannen es um. Ja, lass mal erstmal gucken, wie das aussieht, oder? Ja. Ist es noch heiß? Ja, ein bisschen. Ja, wunderbar. Ich bin fertig. Das hat tatsächlich erstaunlich gut geklappt mit diesem Diamantbohrer. Es ist halt nur sau anstrengend, weil es sehr lange dauert. Man kommt da halt so ganz langsam voran. Man kann jetzt auch nicht so viel Druck darauf ausüben und muss immer wieder so Wasser nachkippen. Und also das war schon echt, ich habe pro Loch, glaube ich, so 15 Minuten, 20 Minuten gebraucht und so. Und das halt mit der Bohrmaschine die ganze Zeit so, das ist schon echt, gibt schönere Sachen. Die ich ja kreiert habe aus Tapete und Farbkarten, gibt es verschiedene Überlegungen der Platzierung. Und zwar sollen die, wenn man im Spiegel sich anguckt, mittig sein, also sozusagen soll sich die Symmetrie auf das Spiegelbild, wenn man frontal davor steht, beziehen. Oder
bezieht sich die Symmetrie auf diese Stange und hänge ich die in die, so dass sie halt symmetrisch sind zu der Stange, die wiederum aber nicht symmetrisch ist, also nicht mittig, von dem Spiegelbild. Das sind schwerwiegendste Überlegungen, die hier angestellt werden. Aber ich glaube, ich habe mich dafür entschieden, die mittig von der Stange zu hängen. Und dann ist es aber halt, sieht ja auch komisch aus, wenn mein Kopf in der Mitte der beiden Bilder ist. Ist ja auch irgendwie blöd, ne? Deswegen machen wir das so. Oh, das ist sehr schön. Irgendwas ist hier schiefgegangen mit dem Messen. Die sollten eigentlich nicht so nah aneinander hängen. Wir lassen es jetzt erstmal so, lassen es auf uns wirken und gucken dann, ob es uns weiterhin stört, weil Richard meinte, er findet es gar nicht so schlecht. So, wir bringen jetzt noch so ein kleines Regärchen an, was seit 2 Jahren auf der Heizung steht. Und erst ein einziges Mal. Zwei. Zweimal, okay. Aber das ist trotzdem eine gute Quote. Der ist ziemlich gut. Hätte man auch nicht mal woanders hinstellen können, damit es nicht dreckig wird. Das Problem ist, die Löcher sind halt nicht so. Aha. Ja, ist doch wunderbar. Es ist wunderschön. Es ist nur halt nicht gerade. Oder bin ich bekloppt? Sieht nicht gerade aus für mich. Ja, ist es auch nicht. Es versendet sich. Ach, wenn das Zeug. Man sieht es auch nicht. Also, Entschuldigung, aber wer stellt sich denn hier so hin und. Da steht ja auch noch Sachen drauf und so. Morgen. Es ist welcher Tag Nummer 3? Tag 3, 4, keine Ahnung. Gefühlt ist es Tag 12. Ich bin heute ein bisschen schicker angezogen, weil ich heute nicht arbeiten werde. Also nicht so arbeiten, dass ich dreckig werde. Ich werde filmen, aber Jelena wird jetzt die weitere Arbeit mit der Platte übernehmen, weil A, ist sie die Chefin und B, ist so. Erstaunlicherweise hat es mit dem Exzenter-Schleifer super geklappt, die Kanten zu brechen und wir brauchten gar kein härteres Geschütz. Jetzt geht's ganz aufregend weiter. Ich mache jetzt diese Marmorpolitur da drauf. Boah, das war so teuer, ey. Dieses Ding hat 30 Euro gekostet. Die Kosten, wir wollten ja die Kosten so niedrig halten wie möglich. Aber für diesen kleinen Scheiß, so dieses Zeug, nicht so das Grobe wie jetzt Möbel und so, das geht irgendwie so im Verhältnis. Aber dieser kleine Scheiß, den man dann doch immer wieder braucht, das läppert sich. Auf jeden Fall ist das halt nicht ein Pflegemittel zum Reinigen, sondern so wirklich zum Renovieren. Ein Renovateur Briand, der soll das wieder zum Glänzen bringen. So wäre das Ziel. Ist es direkt wieder trocken und es ist genauso matt wie vorher. Man soll 2 Schichten auftragen und ich habe irgendwie die Befürchtung, dass das nicht, also das wird nicht so rauskommen wie diese Teller, die wir euch immer wieder gezeigt haben. Wir schauen mal, das trocknet ja vor allem auch sofort. Wir haben irgendwie nicht den Eindruck, dass es viel gebracht hat, dieses Politurzeug, dieses Glanzzeug. Ich poliere das jetzt einmal damit. Sonst habe ich noch eine Idee und zwar, ich habe so Nassschleifpapier, weil ich eigentlich den Boden in der Küche damit bearbeiten wollte. Dann würde ich das jetzt, so ein ganz feines Blatt mal drauf machen, nochmal polieren. Dann reibt man wahrscheinlich die ganze, das,
Aber ich habe ja genug. Deswegen ist jetzt auch egal. Kann man auch noch mal runterreiben, weil das hat irgendwie so alleine jetzt nicht so viel gebracht. Ich habe mich bei dem Nassschleifpapier von gröberem zu feinerem vorgearbeitet. Insgesamt habe ich 4 oder 5 verschiedene Papiere benutzt und das hat tatsächlich dann am Ende was gebracht. Das ist wirklich nur eine Übergangslösung, weil ihr wisst ja, eigentlich stehe ich nicht so doll auf so Fake, so irgendwas, was so etwas sein will, was es nicht ist, so Fake-Stein und Fake-Marmor und sowas. Also wenn es aus einem ganz anderen Material ist und so, wisst ihr, was ich meine? Das ist schwierig. Oh oh, ich ahne Schlimmes. Auch muss ich die jetzt... Oh Gott, oh Gott. Gar nicht schlecht, dass es auf der Rolle kommt, weil das macht mir das Zuschneiden dann wahrscheinlich wesentlich einfacher. Die sind nämlich nicht die richtige Größe. Das heißt, ich muss die sowieso zuschneiden. Und wisst ihr, was noch ein Problem ist? Das sind eigentlich Fliesen für die Wand und nicht für den Boden. Das war gar nicht so explizit da angegeben tatsächlich, aber wir probieren das einfach. Wenn es nicht funktioniert, dann macht man es wieder ab. Das gefällt mir schon mal richtig gut. Man muss im Hinterkopf behalten, dass es wirklich eine Zwischenlösung ist. Also wäre es jetzt als Dauerlösung, würde ich sowas nicht machen. Aber es sieht gut aus, es sieht sehr ordentlich aus. Es ist einfach zu machen, es ist tatsächlich ziemlich einfach zu machen, finde ich, fand ich jetzt. Jetzt werde ich noch die schwarzen. Ich habe ein bisschen Sorge, weil der Druck ist... Oh, der Druck ist nicht optimal. Ich meine, man hängt nicht so mit der Nase auf dem Boden und ich habe die Hoffnung, dass es einfach geil aussieht im Gesamtbild. Wenn nicht, so gefällt es mir tatsächlich auch ganz gut. Einfach mal machen. Einfach mal machen. Bei diesem Makeover oder überhaupt auch bei der Küche und so, ich lerne gerade so viel für mich, was ich gut finde, was funktioniert, was für mich nicht so funktioniert, was ich... anders machen würde, wenn ich noch mal Geld in die Hand nehme und so. Also das ist ein sehr, sehr spannender Prozess. Ja, ich lege einfach mal los. Wenn es scheiße ist, dann mache ich es halt wieder ab. Jetzt ist wieder Installateur Rico am Start. Wir klemmen jetzt die alte Kommode ab, also den Anschluss, bauen die ab und klemmen das neue Zeug dran. Beim Schlafzimmer-Makeover haben wir sowas Ähnliches gemacht. Könnt ihr euch, jetzt bin ich selber verwirrt, ich glaube hier, nochmal anschauen. Da brauchten wir unseren Freund Laurent, der uns den Abfluss da angeschlossen hat, weil das war ganz fest in der Wand, dieses Abflussrohr, und das konnte man nicht so hochgradig kompliziert. Vielleicht kriegen wir es diesmal hin, wenn nicht, ich habe schon mit ihm gesprochen und er würde uns helfen, hat er gesagt. Das ist jetzt abgebaut. Wir haben übrigens gerade entdeckt, dass wir noch eine Schublade extra gehabt hätten. Als Staubraum. Wussten wir nicht. Ich mache jetzt hier sauber, dann klebe ich die Fliesen zu Ende. Übrigens, ich kann es absolut verstehen, wenn jemand sagt, was für eine absurd seltsame Reihenfolge an Arbeitsschritten wir bei diesem Projekt gemacht haben. Das ist absolut richtig. Aber wir haben es irgendwie so gemacht, wie es für uns gerade am logistisch sinnvollsten war. Weil wir müssen ja immer gucken mit unserer Zeit. Hat trotzdem alles geklappt. Das weg, sauber machen, Fliesen kleben, Marmorplatte weiter bearbeiten. Wir haben noch einiges auf dem Zettel.
Wir bringen die Platte hoch. Alle Ausschnitte sind gemacht, oder? So, und jetzt posieren wir die Platte drauf und schauen wir weiter. Boah, ey, die letzten Meter sind so anstrengend. Wir sind gerade beim Waschtisch und ich sehe nur die ganzen Kleinigkeiten, die ich auch noch ausbessern muss, die ganzen Löcher und... Oh. Also wenn ihr dieses Video jetzt am... Was ist das für ein Tag? 14. 15., 9. um 10 Uhr seht, dann haben wir ganz schön geackert, um das hinzubekommen. Im Bad habe ich dann noch eine zweite Politurschicht aufgebracht für den Marmor und jetzt sieht es richtig schön aus. Wir kleben jetzt das Waschbecken fest. Unser Freund Laurent hat gesagt, mir kommt das irgendwie komisch vor, das mit Silikon zu machen, aber Laurent meinte mit Silikon. Das ist, in Frankreich ist auch irgendwie immer das so, Silikon ist ganz oft so Kleber und Silikon halt in einem, ne? Ja, aber Silikon klebt ja auch so sau. Ja, geht. Das Loch passt. Mach du mal hier vorne, hinten, links, rechts. Ja, so ist, glaube ich, okay. Man muss eh noch ein bisschen minimal hin und her schieben. Loch ist okay? Loch ist super. Hier in dem Video sieht die Wandfarbe aus wie ein Petrolblau. Es ist aber tatsächlich ein dunkles Anthrazit. Wir kriegen das mit der Farbkorrektur und durch die Kamera nicht originalgetreu hin. Sie passen echt wirklich sehr, sehr, sehr schön zu den Fliesen. Ich bin so happy. Ich finde, es ist so krass schön geworden. Es ist schöner geworden, als ich es mir gedacht habe, weil ich hatte wirklich, wirklich Zweifel an diesen Fliesen. Viele finden sie total schön und ich gehe auch so weit mit, dass ich sage, bis hier gefallen sie mir auch tatsächlich gut und ich finde, sie greifen auch ganz gut den Stil des Hauses auf, obwohl sie nicht alt sind. Womit ich ein bisschen Probleme hatte, sind diese rautenförmig gefliesten Wände. Aber ich finde tatsächlich in diesem Kontext mit den dunklen Wänden, mit den Vintage-Accessoires, alles so ein bisschen wieder den Stil des Hauses aufgegriffen, wirken die Fliesen ganz anders und ich finde sie jetzt 1000-mal geiler als vorher. Also so wirklich viel, viel geiler. Auch ich finde, auch wenn es Fliesensticker sind und ich weiß, da werden sich die Geister scheiden, der Boden war so eine gute Entscheidung, den so zu gestalten, weil ich finde, das macht alles noch rund. Überhaupt, wir hatten ja alle viele Bedenken mit diesem Schwarzen. Ist nicht ganz sauber, die Kante. Nicht so genau hingucken, das muss ich noch mal ein bisschen. Ich muss ein paar Sachen immer noch ein bisschen ausbessern. Aber mit dem Schwarz hier, ich finde, jetzt wird es rund mit dem schwarzen Boden, mit dem schwarzen Rahmen, mit diesen schwarzen Rädern. Also alles ist sehr harmonisch, finde ich, von der Farbgestaltung und auch von den Elementen. Ich finde, es ist nicht zu Vintage-mäßig, dass man sich wie im Museum fühlt. Gleichzeitig gibt es natürlich die Elemente und es gibt aber auch moderne Elemente wie die Lampen, wie die Duschwand, Bilderrahmen, also diese zarten Bilderrahmen sind ja auch eher modern. Es ist eine gute Mischung geworden. Es ist eine gute Mischung aus modern und Vintage geworden, die trotzdem sehr harmonisch ist. Ich bin tatsächlich sehr, sehr happy. Ich werde euch demnächst nochmal sagen, was das Ganze gekostet hat. Weil, also ich wollte eigentlich das ganze Ding unter 800 Euro halten. Das war illusorisch, weil es sind dann doch die Sachen, die läppern sich so schnell. Allein diese Bartfarbe, das ist ja eine spezielle Bartfarbe. Ich mag die Farbe sehr gerne. Manche mögen es nicht, dass es so glänzend ist, aber sorry, im Bart ist einfach mega praktisch, weil man die Spritzer und alles, man mal eben überwischen kann. Die kostet einfach auch schon, weiß ich nicht, 70 Euro so ein Eimer oder so. Also es ist einfach, ne, diese Kleinigkeiten, die schon reinhauen, die Werkzeuge und alles. Also, ich glaube, wir sind so um die 1000 Euro bei weggekommen. Ich habe
sehr viel gebraucht gekauft. Wenn ich so überlege, diese Bilderrahmen haben sozusagen nichts gekostet. Also es gibt so Sachen, die haben halt, dafür hat es William Morris, weil es Neues ist, wieder ein bisschen mehr gekostet. Mit mehr meine ich 60 Euro oder sowas. Ist es ganz schwer einzuschätzen. Ich glaube, wir sind um die 1000 Euro all in, wirklich alles, müssten wir weggekommen sein. Was ich okay finde, dafür, dass man wirklich jetzt ein komplett neues Bad hat und ich jetzt wirklich noch, glaube ich, paar Jahre gut damit jetzt leben kann. Also das ist ein sehr, sehr teurer, edler Marmor und ich hatte einfach Glück, dass ich diesen Händler für historische Baustoffe gefunden habe, der mir das verkauft hat. Sie ist nicht perfekt. Ich weiß übrigens jetzt, nachdem ich damit gearbeitet habe, wirklich, warum Marmor so teuer ist. Die ist natürlich nicht perfekt. Die hat hier überall ist was rausgebrochen, hier am Rand auch. Ich persönlich. Ich finde es ein sehr, sehr schönes Material, aber manchmal kann es so ins Kitschige abrutschen. Und ich finde, wenn es so ein paar Unperfektheiten hat, das bewahrt den Marmor davor, kitschig zu sein. Und es ist einfach auch sehr besonders und sehr, sehr schön. Und ich mag auch dieses Rot zusammen, wie man hier auch sieht in der Wandgestaltung. Dieses Rot sehr, sehr gerne zusammen mit dem Anthrazit. Es gefällt mir sehr gut mit den Messing-Akzenten zusammen. Bei den Lampen ist euch wahrscheinlich schon aufgefallen, haben wir versucht, das Geriffelte wieder aufzugreifen von der Duschwand. Die ist ja so ein bisschen moderner, aber es harmoniert jetzt ganz gut, diese beiden modernen Elemente mit einem. Ich finde immer, wenn alles nur so in so einem Vintage-Charakter ist, jetzt die Lampen auch und das alles so, dann fühlt man sich wie in so einem Theme-Park. Also wie in so einem, kennt ihr so einen Museumshof, wo so alles so originalgetreu halt wiedergegeben wurde. Und das ist nicht so einfach, so da die Balance zu finden. Und ich finde, es ist uns in diesem Bad tatsächlich sehr gut gelungen. Natürlich sieht es nicht immer so aus wie jetzt. Das ist natürlich total klar. Wir haben auch hässliche Sachen, weil dann garantiert die Frage kommt, wo sind denn eure hässlichen Sachen? Wir haben es jetzt so gemacht, dass die Zahnbürsten, auch die schönen pinken Kinderzahnbürsten mit Aufklebern drauf, die sind jetzt in diesem schwarzen Regal. Das haben wir euch nicht gezeigt, ist aber in echt so. Diese Messingwanne da, die habe ich eigentlich tatsächlich gekauft dafür, um das Badespielzeug der Kinder da drin zu lagern. Und dann sieht es natürlich, jetzt ist da so direkt so ein Duschschwamm reingewandert. Zerstört direkt das ganze Bild. Dafür habe ich die eigentlich gekauft. Jetzt in den Schlussbildern haben wir euch das vorenthalten. Aber natürlich haben wir zwei kleine Kinder, die auch ihre Bedürfnisse haben und die auch berücksichtigt werden in diesem Bad, wenn wir nicht gerade filmen. Ich habe tatsächlich so viele Quellen an Sachen, aber natürlich ist es für viele immer interessant zu wissen, wo ich die Sachen genau gekauft habe. Wenn euch das interessiert, schreibt es gerne in die Kommentare. Dann machen wir nochmal eine Tour, wo es ganz explizit darum geht, wo ich was gekauft habe, wie ich was gemacht habe. Einfach so, dass man es nochmal ganz kompakt zum Nachmachen hat. Und wenn euch das interessiert, schreibt es gerne unten rein. Wir brauchen jetzt erstmal eine kleine Pause von DIY, aber ich habe schon das nächste Projekt in der Pipeline. Es wird sehr, 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 sehr geil. Die Woche war krass. Ja. Auf Wiedersehen!